Ich sehe das sehr, sehr positive Initiative, das Gesundheitssystem grundsätzlich mal aus einer anderen, neuen, aus einem neuen Gesichtspunkt zu betrachten. Und aus meiner Sicht haben wir ja grundsätzlich genug Mittel. Also das Gesundheitsbudget an sich ist ja konstant um die, je nachdem wie man es betrachtet, 10-11% des Bruttoinlandsprodukts. Also es ist genug Geld grundsätzlich da. Ich glaube, die Überlegungen und die Diskussion geht eher in die Richtung, wie kann man es effizient gestalten einerseits, wie kann man es der Innovation gegenüber offen halten, innovativen Substanzen. Und einen Gedanken, der mich sehr stark beschäftigt, den ich einbringen würde hier, ist auch, was ich unter dem Titel Patient Journey zusammenfassen würde. Weil was man ja grundsätzlich in der Industrie oder im Marketing macht, ist ja das Wichtigste ist ja, was der Kunde denkt und was der Kunde braucht und wo der Kunde hingeht. Und wir im Gesundheitssystem überlegen ja eher, wie ist das System finanziert, wo sind die verschiedenen Standorte etc. Man würde vielleicht aber zu ganz anderen Überlegungen oder Konzepten kommen, wenn man die Sache vom Patienten, also vom Konsumenten her denkt und konzipiert.